Ja, okay. Moin. Grüß Gott mit allem miteinander. Wir malen jetzt hier mal ein bisschen gucken, gell? Dass wir das hier mal ein bisschen weiter erkunden. Was haben wir denn hier noch Schönes? Nicht O. Kommen wir wieder da runter. Ich hätte jetzt ehrlich gedacht, dass wir hier oben irgendwas finden, aber... Nö. Anscheinend nicht. So, dann auf geht die wilde Fahrt. Warum hat mich das denn nicht gewundert? Das war's schon? Euer Ernst? Aber leid, dass du verwundet bist. Hier, Schwester. Ja, ist doch gut. Alter, ja, von der Seite. Ist doch gut, Leute. Beruhigt euch doch mal.
Hier, du Hajo, du gehst mir auf den Sack. Man hat's ja in sich. Abwärts! Nein! Grim! Das werden sie büßen. Tja, was die wieder alles büßen, ey. Ich muss zu den Palast. Ja, ist doch gut, jetzt beruhig dich doch mal im Schnuckelchen. Wir müssen uns doch hier mal gescheit umschauen. Da wird doch wieder irgendwas passieren, ich wusste es doch. Feuerschutz. Du kannst nach oben klettern. Oh, Gott sei Dank. Roth. Ja? Grim ist tot. Sie wollten ihn als Druckmittel einsetzen, damit ich aufgebe. Er hat's verhindert. Sturer Mistkerl. Es tut mir so leid, Roth. Nein, sei nicht traurig, Lara. Mach was draus. Wir trinken einen auf den alten Mann, wenn wir hier weg sind. Ich versuche näher ranzukommen. Kannst du mir noch mal Deckung geben? Ja, ich habe ein freies Schussfeld bis zu den Palastmauern. Okay. Ja. Rettungshubschrauber M888R10 nähert sich vom Frachter Trinity. Reaktion auf SOS. Hier ist Conrad Roth von der Endurance. Hören Sie mich? Lara, hast du gehört? Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs. Das ist ja großartig, Roth. Du gibst ihnen ein Signal. Ich hole Sam und die anderen.
Aber Lara, vielleicht sollte ich... Hier geht's um keinen Piloten, Roth. Ich habe Sam und die anderen da reingebracht. Ich hol sie wieder raus. Sehr tapfer, sehr tapfer. Tapfes Mädele. Tapfes Mädele. Haben wir alles, da haben wir alles. Jetzt können wir hier noch machen. Und dann läuft. Zack. So, jetzt haben wir eigentlich bis jetzt so 50, 55. Ja, 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 ja. Gut. Das war's für Ohren. Auf jetzt. Auf jetzt in den Tempel. Ja, hier wollte ich einfach mal nicht so rumlatschen. Okay, Lara. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Irgendwelche Vorschläge? Es wird knifflig, aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Keine Sorge, ich decke dich den ganzen Weg. Unter der Brücke. Na, jetzt wird's lustig. Lara, ich hab sie im Visier. Es geht los. Gib dein Bestes. Outsiderin? Keine Sorge. Falls nicht, kommt sie direkt zu uns. Vater Matthias schickt uns zu den Onis, wenn wir sie nicht finden. Nur wenn wir versagen. Was zum... Ich dachte, das wär's. Bist du okay? Das war echt gut. Der Matthias! Nicht bewegen! Sie sehen dich! Jetzt los! Halt! Warte! Hab ihn fast! Halt! Warte! Warte! Lara, der Weg müsste frei sein! Danke für die Deckung. Ich denke, damit sind wir quitt. Kuckuck! Ich brech dir das Genick! Er liebt dich! Nein! Ah! Sie sind gestürzt! Ob sie tot ist, weiß ich nicht. Lara, es sind so viele! Verschwinde von dort! Oh, hoppla. Lara, es sind zu viele. Verschwinde von dort. Ja, ich würde gerne verschwinden, aber es ist ja alles hier. Oh, es sind zu viel. Was? Was? Ach komm. Ich bin doch dran gewesen! Hier, du kleines Kackbacken, du Scheißlampe, ja! Lara, es sind zu viele! Verschwinde von dort! Geht doch! Sicher, Lara. Ich hol sie, Roth. Und ich komm zurück. Versprochen. Jetzt geht's rein. Ja, mach dich schmal.
Jetzt kommt ein Hai. Da. Was ist das denn für eine Megaratte, Alter? Tschernobyl-Ratten. Ui. Ui. Oh, hat es ja vollgebracht. Jede Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sieht. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht, aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder! Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen! Blub, 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 blub. Wir prüfen das. Steigen wir runter. Na, nee. Nee, nein. Danke, nein. Thank you.
Ja, gut. Wir können ja nur hier lang, oder? Werden Eingang, ja gut. Cool, ja. Ich brauche irgendwas, um das Gas zu entzünden. Ratte? Irgendwas, um das Gas zu entzünden. Ja, was denn? Entschuldigung, mein. Da muss ich auch erstmal drauf kommen. Matthias glaubt, dass Himikos Geist uns hier festhält. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber er ist so irre, dass er vielleicht schon fast wieder zurechnungsfähig ist. Der Helikopter bringt uns hier nicht weg. Du weißt das, Lara. Tief in dir drin. Ich muss die anderen warnen. Wenn wir an Bord gehen, sind wir tot. Wir sind alle tot. Tot, tot, tot. So, was können wir denn noch Tolles machen? Wir haben jetzt die Möglichkeit, benötigt Pfeile wiederfinden. Ja, meinetwegen. So, wunderbar. Was war das denn gerade? Jeder neue Bruder bekommt eine Arbeit, eine Aufgabe bei den Solari. Solange Matthias seine spirituelle Verbindung zur Sonnenkönigin unter Beweis stellt, werden sie ihm gehorchen und glauben. Die Initiation in die Bruderschaft ist brutal. Wir müssen ihre Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können. Neue Rekruten werden in die Tiefen der Höhlen geworfen, wo sie dann tagelang, manchmal wochenlang hungern und ums Überleben kämpfen. Wer lebend wieder herauskommt, wird mit offenen Armen aufgenommen. Ich weiß nicht, mit was für einer Macht Matthias Verbindung hat, und es interessiert mich auch nicht mehr. Wir kommen nie wieder von dieser verdammten Insel runter. An manchen Tagen bin ich überzeugt, dass wir bereits in der Hölle sind. Gott weiß, dass das angesichts unserer Taten vielleicht sogar stimmt. Ja, warum nicht? Oha. Was ist denn das für Hajos?
Die war eine komische Gestalt. Ich will ja nicht runter. Aber es hilft ja alles nichts, ne? Ja, klar, jetzt haben wir auch keine Pfeile mehr oder was? Auch ist doch zum Kotzen. Okay, hier haben wir nur das gefunden. Feuchte Pfeile. Beim Pissen erschossen. Hey, du bringst das Bett durcheinander. Ganz ruhig, du verlierst sowieso. Nicht schon wieder. Ich sag den Sammlern ständig, wir brauchen einen neuen General. Ich mach schon. Was war das? Warte, ich geh mal nach. Okay, hätte sein können, dass wir da die Dings mit aufsprengen können. Zumindest kriegen wir Pfeile, 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 Pfeile. So, zack. Ich hatte den Gestank vergessen. Es ist still. Ich glaube nicht, dass sie da unten ist. Wollen wir einfach gehen? Nein, wir müssen sicher sein. Durchsuchen wir die Grube. Hey, was ist da unten los? Oh, hey. Fire schickt uns. Wir sind auf sein Befehl hier. Einige Vollstrecker haben es gesagt. Er war es nicht persönlich. Er will einen der Gefangenen. Den neuen, der gerade gebracht wurde.
Ja, okay. Moin. Gut, nein, da wollen wir nicht hin. Gut, da geht's nicht weiter. Dann also wieder hier hinauf. Auf. Ja, läuft. Ich erinnere mich, dass schwarze Seidenfächer bei Begräbnissen bedeutender Adliger benutzt wurden. Oh. Ich muss halt ganz ehrlich gestehen, normalerweise bin ich halt auch so einer, der eigentlich alles mitnehmen will, aber hier gibt es halt wirklich so viel. Das ist schon nicht mehr normal. Okay. Macht Sinn. Ja.
verstehe ich gerade nicht. Verstehe ich gerade nicht. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, hier machen wir mal kurz einen Cut. Die ganze Schose da unten mit dem komischen Gas machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal in den Katakomben bei Rimiko. Bis dann.